Gut, also auch da, ich habe keine Ahnung, Freunde. Es ist jetzt 24 Stunden, bevor wir zusagen müssen oder absagen. Jetzt zum ersten Mal die Gegenstandsregeln. Ich weiß schon grob irgendwas, was in der Flasche passt, aber mehr weiß ich nicht. Sehr heiße Diskussion, was wir da mit diesem Format machen. Und So, eventuell wird jetzt geht's es los. auch dieses Jahr wieder zu hitzigen Diskussionen führen. Wir starten mit einem kleinen Recap. Staffel 1, jeder durfte 7 Gegenstände mitnehmen. 7 Outdoor-Gegenstände, die quasi auch vom Orga-Team abgenommen wurden. Und ja, Fabio hat sich nicht ganz dran gehalten, ihr erinnert euch, aber der Rest hatte ja passende Sachen dabei. Säge, Feuer. Axt, Schlafsack, Tarp, Hygienekit, Feuerstahl, Feuerzeug, habe ich Topf schon gesagt, alles Mögliche habt ihr gesehen. Schnur, Angelset und so weiter. Dann gab es aber auch die Abgabe-Challenge und wer sich da noch dran erinnert, weiß, dass ich da 4 Gegenstände abgegeben habe. Das heißt, ich hatte nur noch meine Kukri, mein Feuerstahl und meinen Schlafsack. Was so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich limitiert war in meinen Projekten. Ich konnte irgendwie nicht mehr angeln, mein Shelter stand schon und es wurde so ein bisschen zäh, fand ich. Dann haben wir in Staffel 2 überlegt, okay, wir haben wirklich eine bunte Mischung an Teilnehmern. Wollen wir nicht lieber die Gegenstände den Skills anpassen? Ja, also wollen wir nicht mal eine Art, ja, Hardcore-Challenge machen im Sinne von, dass meine Wenigkeit und Otto nur einen einzigen Gegenstand mitnehmen können. Das war cool, das waren krasse Erfahrungen. Ich bin auch sehr froh, dass wir das gemacht haben. Hat aber natürlich auch dazu geführt, dass wir auch da teilweise dann sehr limitiert waren und manchmal auch nicht viel machen konnten. Klar, ihr habt es gesehen, ich habe ein paar Shelter gebaut. Feuer hat aber nicht so richtig funktioniert. Nahrungsbeschaffung war eine Vollkatastrophe, wenn wir mal ehrlich sind. Also ja, es geht. Wir haben gesehen, man kommt 7 Tage lang mit einer Machete auf einer Insel durch. Ja, ging, muss ich sagen. Habe ich ja auch den Rest eingegraben. Ich hoffe echt immer, ich denke manchmal so dran, was ist eigentlich mit meinem Zeug passiert, dass das Meer sich geholt hat? Hat es jetzt irgendein Fischer gebraucht? Hat es jemandem geholfen? Ich hoffe schon. Aber was gibt's da noch für Feuerstahl, Möglichkeiten? Das heißt, unser Wasserfilter. Learning war, weniger Gegenstände und das Ganze wird schon deutlich härter. Man muss sich viel mehr durchquälen. Ja, gibt man den Leuten zu viele Gegenstände, ist es dann irgendwann auch zu viel Glamping und die Leute haben einfach die ganzen Lösungen für die Probleme einfach schon mit dabei. Hinzu kam auch, und das habt ihr auch größtenteils nicht mitbekommen, aber es gab stundenlange, tagelange Diskussionen mit Teilnehmern und Orga-Team, was erlaubt wäre. Ist das ein Gegenstand? Sind das zwei Gegenstände? Bababam, das ist erlaubt, das nicht erlaubt. Es war eine riesen Vollkatastrophe. Und genau deswegen haben wir uns dieses Jahr für eine ganz andere Methode entschieden. Als allererstes bekommt jeder Teilnehmer den identischen, also gleichen Schlafsack. Es gibt einen Schlafsack, der an die Okay, es gibt einen Witterungen Schlafsack. dort vor Ort angepasst ist. Und jeder Teilnehmer bekommt diesen Schlafsack. Und jedes Team bekommt Wie schaut's aus? eine 1-Liter-Flasche. Ein Liter. Ein Liter mit so einer Öffnung. Ah, schlechte. Die Öffnung ist halt echt klar, gell? Okay, das wäre also die Öffnung. Da passen vier Finger rein, kann man sagen, grob oder fünf. Okay, das heißt, wir haben jetzt da die Bottle mit 1 Liter und Schlafsack. Schlafsack mit Witterungen angepasst. Das heißt, im Worst Case, ich bin im Schlafsack, aber wenn es regnet, Kälte, werde ich trotzdem nass, was scheiße ist. Das heißt, ich brauche auf alle Fälle, muss ich mir ein Tarp bauen. Es ist Pflicht, weil sonst erfrierst du wahrscheinlich, weil du nicht trocken bleibst. Das heißt, Dach bauen, ein wasserdichtes Dach habe ich in meinem Leben noch nicht geschafft, das zu bauen, sage ich auch ganz ehrlich. Aber wir haben die Bottle. So. Das heißt, in dieser Bottle könnte jetzt rein Knossis E-Shisha-Star, Proteinpulver, Masse-Shake für Kalorien, vielleicht ein bisschen Salz, einfach weil es halt wichtig ist, Fishing-Kit. Ah! Feier ich. Feier ich die Regel. Feier ich. Und der eine oder andere. Vitamintabletten. Multi-PAZ, natürlich. Jetzt haben wir es da. Prosis. Sascha 10 regelt, Freunde. Ja! Man kann sich denken, worum es jetzt geht. Wir Nur machen was da dieses Jahr reinpasst, in ja. Staffel 3 eine Fits in a Bottle Challenge. Das heißt, jeder Teilnehmer hat den gleichen Schlafsack und jedes Team hat Magiebrühwürfel. eine Flasche. Und diese Flasche kann befüllt werden mit all möglichem Zeug. Super, das finde ich Außer, super. ganz wichtig, natürlich keine illegalen Sachen, die gegen irgendwelche. Eine Flasche pro Team oder was, Chat? Ja, okay. Rettungsdecke. Rettungsdecke ist auch spannender Punkt. Gesetze verstoßen und auch keine Multimedia-Geräte.
Also quasi alles, was irgendwie ein Display und Lautsprecher hat. Ne? Aber dieses Mal würde ein Multifunktionsmesser gelten, oder? Also ich könnte diesmal so ein Schweizer Taschenmesser mitnehmen. Ein Handy, GPS-Gerät, Satellitentelefon, Tamagotchi, Gameboy, MP3-Player, so, das ist natürlich, das ist alles nicht erlaubt. Aber ansonsten kann man hier reinpacken, okay, was man möchte. Du kannst da Essen reinpacken, Nudeln, Reis, ein Riegel. Oder du entscheidest dich für sinnvolle Tools. Keine Ahnung, ein Feuerstahl, Pfeilspitzen, Angelhaken, Sehne, Schnur und so weiter. Also der Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, die Flasche darf nicht verformt werden, die bleibt so wie sie ist und der Deckel muss natürlich komplett geschlossen sein. Oh. Ich habe gerade gesagt, viele Gegenstände und wir sind plötzlich in einem Campingausflug. Hier kann man extrem viele Gegenstände reinpacken, aber wir haben durch dieses System eine extrem krasse Volumensbegrenzung. Kriegt man hier die große Baumsäge von Chris rein oder auch die Säge von Sabrina? Keine Chance. Kriegt man hier eine Machete rein? Nein. Kriegt man eine Axt rein? Nein. Kriegt man hier einen Tarp rein? Eventuell, ich schätze mal, dann ist das Ding voll. Bekommt man hier einfach ein ganz klassisches Outdoor-Messer, feststehende Klinge mit Scheide und Feuerstahl rein? Nein. Bekommt man ein kleineres Messer mit Scheide rein? Ja, ihr seht's kaum, aber gerade so. Worauf will ich hinaus? Ah, fuck, Alter. Jetzt haben wir dieses Mal, ich habe mit einer Machete überlebt. Ich habe den Umgang mit einer Machete gelernt. Aber jetzt habe ich nicht mal. Jetzt haben wir nicht mal. Boah, das ist das. Das Ganze wird, glaube ich, super spannend, weil jetzt jedes Team gemeinsam tüfteln muss und Freunde überlegen muss, was packe ich hier rein. Das sind doch unfassbar. Worum geht's beim Thema Überleben? Wasser, Wasseraufbereitung, Feuer, Shelter, Nahrung, Sicherheit. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich finde das System super geil. Es ist ganz was anderes. Und ich bin jetzt schon extrem gespannt, was die Leute sich ausdenken, was sie da reinpacken. Ganz wichtig, ihr könnt natürlich auch Sachen modifizieren. Ihr könnt irgendwo was abschneiden, was absägen und da reinpacken. Ist keine Grenzen. Ihr könnt ja Reis reinkippen, keine Ahnung. 50 Angelhaken da reinmachen. Wenn das Ding voll ist, ist das Ding voll. Und dann gehen die Teilnehmer als Team gemeinsam mit dieser einen Flasche raus. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Das Volumen der Flasche sind 1,1 Liter, wenn man es bis ganz oben nimmt. Das heißt, dieses Jahr wird das Ganze auf jeden Fall deutlich minimalistischer. Uns geht es halt quasi darum, dass die Teams sich jeweils So. Freunde, ich will jetzt, ja, ihr wisst ja, ich hatte noch keine Zeit, mich da irgendwie zu informieren, eben weil leider Paulina im Krankenhaus war und erst vorgestern wieder nach Hause kam und muss ich sie pflegen und leider nicht alles so gelaufen, wie es sollte, aber anderes Thema. Und in 24 Stunden geht's los. In 24 Stunden müssen wir uns entscheiden. Und ich fand's jetzt richtig spannend, wenn wir es jetzt so machen, dass ich jetzt einfach mal sage, welche Gegenstände ich da jetzt reinpacken würde, einfach aus heiterem Himmel. Einfach mein erstes Gefühl. Okay, das will ich jetzt machen. Jetzt gut aufgepasst. Was würde ich jetzt in diese 1,1 Liter Flasche reinpacken? Meine ersten Gedanken, ohne dass ich mir jetzt irgendwo Inspiration geholt habe, außer das, was wir jetzt im Fritzheim-Video schon gesehen haben. Ich schaue jetzt nicht bewusst nicht in den Chat, weil ich will jetzt mal schauen, ob das irgendwie übereinstimmt. Vielleicht ist es auch dumm, das schon zu verraten, aber ganz ehrlich, das wird sich wahrscheinlich so tausendmal ändern, weil wie gesagt, das sind jetzt nur meine ersten Gedanken. Also, wir haben die Flasche. So, was nehme ich mit? Was ist das Problem? Wir haben einen Schlafsack. Also zum Schlafen, Matte, nein. Was wir brauchen, es wird kalt, wir brauchen auf alle Fälle, wenn es regnet, du wirst nass, dann bringt der Schlafsack auch nichts und du wirst dort erfrieren oder unterkühlt sein. Du musst drücken. Das heißt, wir brauchen einen Regenschutz. Regenschutz, ein Tarp da reinzubacken, sehe ich nicht. Sofort die ganze Flasche voll. Außer es gibt so richtige Seidentücher, die man so ganz klein machen kann und tausendmal hochfalten kann. Dann ist trotzdem ein Schutz. Müsste man sich informieren. Dann macht es vielleicht ein bisschen Sinn. Falls wir es nicht schaffen, ein wasserdichtes Dach zu bauen, habe ich noch nie geschafft. Obwohl ich schon mal Jakomando mitgebaut habe, oder war es in der Übung und so. Und auch dort, als ich auf Panama war, im Shelter, da war nichts wasserdicht. Gar nichts, obwohl ich so viel draufgeklatscht habe. Nichts. Und das kippt, das ist unglaublich. Ja? So, das heißt, irgendwie so ein Seitentuch vielleicht. Wenn das geht. Wahrscheinlich geht es nicht, weil man kann anscheinend nicht nichts öfter als 8 Mal oder so zusammenfalten. Da habe ich irgendwann mal gehört, keine Ahnung. Passiv gegen Kälte, Feuer. Du wirst dort nie ein Feuer schaffen. Ohne einen Feuerstahl.
Wenn es dort Birken gibt, mit der Birkenrinde kann man vielleicht ein Feuer schaffen, braucht doch trockenes Holz, aber wenn es regnet, ist es auch nicht trocken und dann ein Feuer zu schaffen, ist vielleicht generell schon schwierig. Ja, ist vielleicht generell schon schwierig, dann Feuer zu machen. Tropischen Insel ist was anderes, das ist alles extrem heiß, aber dort, wenn es da einmal regnet, ist alles nass, dann muss Holz trocknen, die außen rund, ja, könnte man hinbekommen und ist so wichtig für die Vibes. Also ein Feuerstall würde ich wahrscheinlich reinpacken. So, jetzt ist noch viel Platz. Was man auch braucht, ist wahrscheinlich so ein Schweizer Multifunktionstaschenmesser. Angelhaken mit so einer Angelschnur, so ganz dünne Angelschnur, richtig viel von der, damit ich sie auch für was anderes verwenden kann. Die ist so dünn, da hat richtig viel Platz, wenn man die aufrollt. Eine richtig lange, da würde ich richtig viel Platz auch nehmen, weil Schnur ist einfach top. Wobei Panama, ja, war überall Schnur eigentlich, aber dort, glaube ich, sind wir nur beim Fluss, da wird kein Müll angeschwemmt. Das heißt, ja, vielleicht findest du Rinde und Baumwurzeln, ja, vielleicht auch nicht so wichtig, aber trotzdem, die braucht zu wenig Platz. Würde ich reinklatschen. Hat sicher noch easy Platz. Dann haben wir das große Problem, weiter mit der Nahrung. Trinken ist hoffentlich irgendwo Wasser. Also sonst will man das sowieso schnell mal rausfliegen, nehme ich an. Außer Wasser sammeln, aber ohne, dass der Müll dort ist. Hoffentlich ist irgendwo Wasser. Das nehme ich, gehe ich jetzt mal davon aus. Und sonst stellen wir die Flasche irgendwo hin, wenn es regnet. So, das heißt, Nahrung ist noch wichtig, weil 14 Tage musst du essen. Da würde ich dann wahrscheinlich reinklatschen. Jetzt soll ich dich schon verraten. Wahrscheinlich ist es eher dumme Idee. Aber aus der Fitnessszene, Freunde, kenne ich mich ja ein bisschen aus, so mit den ganzen Makronährstoffen. Und da weiß man ja, 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien. Ja? Also mehr als doppelt so viel wie 1 Gramm Kohlenhydrat und mehr als doppelt so viel wie 1 Gramm Eiweiß, also Protein. Das heißt im Umkehrschluss, ich würde am ehesten Fett mitnehmen, weil es am meisten Kalorien hat und nicht Reis oder Nudeln. Wobei das mehr Energie wahrscheinlich bringt, Kohlenhydrate, aber gut, egal jetzt. Wichtig ist jetzt erstmal Kalorien. Was hat am meisten? So unter anderem Olivenöl. Olivenöl reinschallern, das kann ruhig aufgesaugt werden von irgendwas, was da noch reinkommt. Das kann ruhig aufgesaugt werden. Du kannst es austropfen und allein schon so 100 Milliliter Olivenöl in so einem Glas, Freunde. Ja? Das kenne ich nämlich von der Massephase. Ist so ein Geheimtipp. Ist übrigens ungesättigtes Fett. 100 Milliliter, wenn ihr das Glas vorstellt mit 250 Milliliter, nur 100 Milliliter Olivenöl hat über 880 Kalorien, weil eben 1 Gramm Fett 9 Kalorien hat. Deswegen 100, also fast 900. Und wenn ich das einmal vollsaugen kann, ja, dann habe ich schon mal sehr viel Kalorien. Wenn man jeden Tag da ein Stamperl trinkt, haben wir zumindest schon mal 300 Kalorien vielleicht pro Tag, was uns wo wir überleben würden. Das könnte schlau sein. Ich schaue jetzt noch bewusst nicht in den Chat, vielleicht ist es auch richtig dumm. Dann ein bisschen Salz rein. Ich glaube, Salz macht so viel aus, das braucht man. Ja, dann noch, ja, ob man Knossis kippen oder Ischischas reinklatschen, müssen wir schauen, wie wichtig die anderen Dinge sind. Lachs ist fettig, ja, ich glaube, das sind so mal vielleicht noch eine, was man so zusammenfalten kann, Rettungsdecke. Eine Rettungsdecke könnte vielleicht noch Sinn machen, aber hält die wirklich so warm? Wie groß wird die? Weil die könnte man uns sonst beide so drüberlegen. Knossi und ich zusammenkuscheln, drüberlegen, wenn es regnet. Und wir müssen halt immer uns da verkriechen, wenn es regnet. Das wär vielleicht eine gute Idee noch. So viel zu meinen ersten Gedanken. Schreibt es jetzt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Liege ich da komplett falsch? Es gibt anscheinend schon Videos, was die anderen sagen oder nicht. Und was hält ihr von den Ideen? Gerne rein damit. Jetzt bin ich gespannt. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.